So, das muss jetzt aber reichen. Also, wir haben hier eine Periapsis von 50.000 und eine Apoapsis von 10 mal so viel. Ist nicht wirklich kreisrund, wie es eigentlich wollte, aber Treibstoff, ich traue dem Ganzen nicht. Tanks müssen wir gleich auch wieder neu verteilen. Aber ja, ich traue dem Ganzen nicht mit dem Treibstoff. Das heißt, ich spare mir den kleinen Fitzelrest hier noch auf. Und beim Andocken könnte es sogar vorteilhaft sein, wenn das so ungleichmäßig ist. Denn starten wir von Duna und machen selber dann eine 50-50 Umlaufbahn und sind so wesentlich schneller als die Atomraketen-Stage. Und können so vielleicht einfacher docken. Müssen wir mal gucken. Erstmal speichere ich jetzt ab. Fragezeichen. Ich hätte gern mehrere Quickslots. Aber gut, ich speichere jetzt ab. Ist getan. Kann nicht wieder ungetan werden. Nächster Schritt. Tanks überprüfen. Also, du nach da, die sind fast leer. Was mit dir? Du bist voll. Du bist fast voll. Okay, mal out, out. So. Und du nach da, out, out. Okay, also die Atomraketen haben noch die kleinen grünen, die kleinen Tanks da voll. Der da ist leer. Der da ist leer. Der da müsste auch leer sein. Genau. Das heißt, wir haben jetzt nur die drei Dings da. Und ich glaube nicht, dass das Ding so trudeln sollte, wenn wir nachher noch docken wollen. Stabilisier dich mal. Und zwar wo? Aber wo ist unsere Umlaufbahn? Wir fliegen jetzt immer im Kreis. Also so. Müssen wir nach da zeigen zu dem Stern? Sehen wir den Stern? Ja, wir sehen den Stern. Da müssen wir hin zeigen. So. Das heißt, also jetzt mal kurz an. Das heißt, er müsste jetzt immer zum Stern zeigen, richtig? Wenn wir rumrasen. Zeigt zum Stern, zeigt zum Stern. Zeigt zum Stern. Das ist gut. Das klappt. Okay. Das heißt, wenn wir nachher wieder docken wollen, müssen wir uns einfach auch nur mit dem Rücken zu dem Stern dahinstellen und dann versuchen zu docken. Das könnte klappen. Sehr schön. Okay, Warp runter. Jetzt müssen wir landen. Diesmal bitte nicht explodieren. Also, Kannibale. Ach so. Du musst damit runter. Dich brauchen wir gar nicht und dich brauchen wir auch nicht. Okay. Die Kappe. Antrieb an. Warum habe ich... Was? Leertaste. Wow. Nein. Orientier dich am Stern. Alles gut, wenn du Richtung Stern guckst. Und das zählt als Debris. Warum zählst du als Debris? Set as Target. Okay. Ich habe ein Problem. Ich spiele noch im Newbie-Modus, dass aller Debris quasi gelöscht wird. Aber ich hoffe mal, solange ich das jetzt alles in einer Aufnahme mache, müsste es okay sein. Was ist das jetzt alles? Target Intersection Point. Descending Node. Wo ist mein verdammtes Ziel? Das Ding, was wir gerade abgesprengt haben. Intersect 1, Intersect 2. Karte. In der Richtung, 500 Meter weit weg, ist mein Ziel. Bin ich aufgeführt. Gehen wir mal Warp ein bisschen vorwärts. Target bewegt sich mit 7,5 Meter Sekunde von uns weg. Wird weniger. Es wird sehr schwierig, das Ding zu finden, wenn es sich nicht auf der Karte auftaucht.
Und es ist nicht das da hinten. Ich mach mal ganz kurz Duna als Ziel. Kann ich nicht. Ich hätte gerne Duna als. Nicht als Fokus. Ich hätte Duna gerne als Ziel. Oder irgendwas anderes. So. Wo ist jetzt mein Shot? Wird nicht aufgeführt. Das heißt, wir müssen jetzt landen, starten und in der Schwärze des Alls nach Schrott suchen. Das kann nicht richtig sein. Hier lad mal neu. So, jetzt sind wir dem Ding noch dran. Settings. Wird hier nicht mit aufgeführt. Okay, dann gibt es jetzt einen kleinen Cut. Ich gehe mal raus und gehe da in die Option und stelle Raumschrott ein, damit wir es weiterhin sehen können. Also bis gleich. Okay, da wären wir wieder. Debris ist eingeschaltet. Das heißt, wir werden jetzt überall Schrott rumfliegen haben auf der Übersicht. Das ist jedenfalls der Plan. Also, hatten wir hier die Tanks schon verteilt? Nein, okay, das müssen wir noch kurz machen. Du, out, out. So. Du, out, out. Sehr schön. Jetzt. Schub ganz runter. Decouple Node. Einmal Leertaste drücken. Ganz leicht Schub. So, diesmal kein Trudeln da. Wir gehen ganz sachte weg. Und wir müssen jetzt eigentlich noch zu dem Stern gucken. Warum ist da verdammt nochmal kein Stern? Okay, wir hatten uns vorher nicht neu orientiert. Okay, wir müssen aber nur den Winkel treffen. Solange das Ding nicht trudelt, ist alles gut. Den kriegen wir so mit dem Docken hin. So, haben wir jetzt das Ding auf dem Anzeiger? Nicht so wirklich. Machen wir Warp ein bisschen höher. Das müsste ja eigentlich auseinanderscheren. Ich sehe keine Scherung. Ich sehe kein Debris. Ist wahrscheinlich nicht weit genug weg. Wie nah dran sind wir denn? Ziemlich nah. Das Ding fliegt vor uns weg. Okay. 150 Meter. 200 Meter. Ich denke mal, ab einem Kilometer rum müsste es auftauchen auf der Karte. Aber so oder so, jetzt sehen wir wenigstens das da. Also auch ohne es als Ziel angewählt zu haben. Das macht es schon etwas einfacher. Was sagt die Karte? Karte zeigt mir kein Debris. Wir können Tom den Kerman als Ziel auswählen. Ich wollte nicht Tom den Kerman auswählen. Ich wollte eigentlich den Planeten, dieses riesige rote Ding auswählen und nicht einen kleinen Körbel da drauf. Aber das kann ich anscheinend nicht. Wahrscheinlich, weil ich schon in der Atmosphäre bin. Okay, hilft alles nichts. Der Schrott wird aufgeführt, also müssen wir ihn später auch irgendwie auswählen können. Das heißt, wo bremsen wir wann ab? Ich würde echt gerne am Tag landen. Also kurz Warp ganz aus. Hier Gegenschub. Und dann hätten wir eine Periapsis von, das ist immer noch zu viel. 23.000. 15.000. Da werden wir auf jeden Fall langsamer werden. Jo, sehr schön. Wie viel Schub müssen wir da geben? Fast gar keinen. Das nehmen wir doch mal. Ich hoffe mal nur, dass der nicht zu lange dauert mit dem Abbremsen und wir dann auf der dunklen Seite landen. Aber das wäre dann halt so. Okay, also einmal bis da hinten warpen. Moment mal. Wir werden auf jeden Fall auf der dunklen Seite wieder landen. Wir sollten es so machen, dass unser Landepunkt auf jeden Fall auf der dunklen Seite ist. Und dadurch, dass wir dann erst langsam abbremsen und der Landepunkt sich mal weiter verschiebt, dass wir dann auf der hellen Seite landen. Also, das macht keinen Unterschied. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Wir brennen einfach auf der Apoapsis, wie sie das gehört.
Warp. Abbremsen. Abbremsen, abbremsen, abbremsen. So. Da. 18 Meter die Sekunde. Dauert nicht lang. Oh. Warum schlackerst du jetzt auch noch? Du bist doof. Irgendwie schlackert alles bei den ganzen Stages hier. Oder es lag die ganze Zeit an der oberen Stage, weswegen es geschlackert hat. Na gut, 2 Meter die Sekunde, 1 Meter die Sekunde und aus. Doofer Wegpunkt weg. So. Periapsis 15.000 Meter. Wird uns definitiv stark genug abbremsen. Surface. Okay. Das ist eine sehr kranke Umlaufbahn. Also ob wir das Ding da oben jemals wieder treffen werden, ist echt fraglich. So, gleich kommt der kritische Punkt. Das heißt, wir schwenken mal die Ansicht. So. Da ist das große rote Ding. Warp runter. Gegenkurs. Fallschirme da runter. So. Nähern uns der Atmosphäre. SAS an. Auch wenn das auch hier nichts bringt. Oder fast nichts. So, Licht ist. Wieder an, auch wenn man es fast nicht sieht. Ressourcen. Stage only. Warum haben wir jetzt schon so wenig Zeug? Achso, weil der eine Tank von vornherein leer war. Ja, okay. Keine Panik. Keine Panik. Wir landen bloß auf einem riesigen, runden, roten Ding. Mit 1083 Meter in die Sekunde. Aber ja, dafür haben wir die Fallschirme. Und kommen extrem schräg runter. Also müssten super duper abgebremst werden. Und diesmal haben wir auch nicht mehrere Atomraketen hinten dran geschnallt, die uns runterziehen. Und dafür sorgen, dass die Fallschirme reißen. Das müsste echt problemlos gehen. Das einzige Problem, was ich jetzt halt sehe, ist wieder mit dem oberen Ding zu docken. Aber ja, im Notfall speichern wir einfach nochmal ab und versuchen dann mit dem Ding hier nach Hause zu kommen. Was sehr komisch werden dürfte. Aber es hat jetzt eine Dockklammer dabei. Das heißt, theoretisch könnte man noch eine Rakete losschicken, einfach nur um die hier abzuholen. Vielleicht sogar genau dieselbe wie vorher auch. Nur ohne das Gedöns obendrauf. Also ja. Wir werden es auf jeden Fall irgendwie hinbekommen, dich da nach Hause zu bekommen. Er sieht nicht sehr überzeugt aus. So. 22.000 Geschwindigkeit steigt. Ja, okay, wir nähern uns ja auch der Periapsis, da muss sie steigen. Aber gleich müsste das ausgeglichen werden, also die Beschleunigung Richtung Periapsis und die Abbremsung der Atmosphäre. Und sobald wir in den blauen Bereich kommen, geht's ab. Siehst immer noch nicht sehr überzeugt aus. Willst du ein EVA machen? Kannst du auch unten landen, aber dann kommst du nie wieder hoch. Weil du kannst niemals mit dem Ding hier docken. So hoch kannst du nicht springen. Selbst auf Duna nicht. So, werden langsamer. Ich glaube, ich riskiere mal ein kleines bisschen Warp. Kleines bisschen mehr Warp. Okay. 16.000 Meter. Atmosphäre treffen wir gleich. Jetzt. Jo, jetzt nimmt das drastisch ab. Okay. Immer noch ziemlich schnell. Walk mal kurz runter, was sagt die Karte? Jo, Apoapsis rast immer weiter runter. Vollkommen okay, vollkommen okay. Könnten Gegenschub geben, aber brauchen wir nicht, weil wir sind noch hoch genug. Letztes Mal hat es halt nicht gereicht mit dem Fallschirm wegen dem ganzen Gewicht. Ich denke mal, wenn wir jetzt nachher bei 3000 Metern über den Gebirge, also bei 6000 rum, die Fallschirme zünden, müsste das eigentlich hinhauen. Warum drehst du schon wieder die Kamera? Achso, du drehst sie für mich. Das ist aber lieb von dir. Danke, Computer. So, ein bisschen so rumdrehen.
Okay, ausgleichen, ausgleichen, ausgleichen. Das ist nicht ausgleichen. So. 13.000, das ist echt super langsam. Okay, Warp-Faktor. Oh ja, wir werden abgebremst. Wir schlittern an der Atmosphäre lang, werden immer langsamer und kommen ganz seicht runter. Perfekter geht's, glaube ich, gar nicht. Also es könnte echt was werden, mit dem Ding wieder nach Hause zu kommen. Aber wir brauchen gar keinen Treibstoff. Zum Landen ein klein Fitzel bisschen. Den Rest machen die aber Fallschirme. Und zum Wegkommen brauchen wir auch nicht viel. Weil das Ding hat ja halt nur ein Drittel Anziehungskraft. Sind wir gerade schneller geworden? Nee, okay. 8000 Meter. Es kommt doch langsam bedrohlich nahe. Fallschirm raus. Ich speichere mal kurz ab. Zack. Darf ich nicht. Okay, Leertaste. Dürften uns jetzt noch mehr abbremsen wegen dem Drag-Modus. Euch ausklappen. Ich hoffe, ihr reißt nicht ab. Und der Boden ist tierisch hell. Wir sollten unsere Scheinwerfer ausmachen. Ah, okay, war nicht lustig. So. Oh. Komm, komm, komm. Warum klappt ihr nicht aus? Warum klappt ihr nicht aus? Okay. So. Wir sind noch ziemlich schnell, aber wir dürften jetzt eigentlich die seitliche Bewegung ausgleichen. Die Fallschirme müssen uns von oben runterbringen. Müssen wir noch ein bisschen Gegenschub geben, damit wir nicht zu doll aufschlagen. So, das sieht gut aus. 11 Meter die Sekunde, 10 Meter die Sekunde, 9, 8, 7, 6 und aus. Nein, nicht umkippen. Nicht, 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 nicht. Ha. Okay. Okay, das kriegen wir hin, ohne was abzureißen. Wie kriegen wir das hin, ohne was abzureißen? Ich kipp mal eine Richtung. Es funktioniert nicht. W funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Nichts funktioniert. Okay. Kannibale, du musst raus. Ich glaube, du kannst loslassen. Plonk. Warum ist alles schwarz? Windows Sound macht Ping und ich habe alles schwarz. The game crashed. The crash report folder name, bla bla bla, next to the game executable. It would be great if you send it to the developer of the game. Wollt ihr mich verarschen?